Panel, was wir hier vorne haben, ist Franziska Buch vom Umweltinstitut München. Nochmal Applaus, bitte. Franzi, du kommst aus München und da ist morgen ein ziemlich wichtiger Tag, oder? Für die Klimabewegung. So ist es. Ja, erstmal vielen Dank, Luise. Und hallo, liebe Klimademo. Toll, dass ihr so viele seid hier in Bonn für den Kohleausstieg. Genau. Morgen ist in München ein wichtiger Tag, denn wir können morgen in München den Kohleausstieg beschließen. Es wird dort einen Bürgerentscheid geben. Die Münchnerinnen und Münchner können darüber entscheiden, ob das Steinkohlekraftwerk der Stadt schon 2022 und nicht erst 2035, wie bisher geplant, abgeschaltet wird. Dieses Kraftwerk stößt genauso viel CO2 aus, ganz allein wie der gesamte Münchner Pkw- und Lkw-Verkehr. Wir haben deswegen nach dem Pariser Klimagipfel in München ein breites Bündnis gegründet aus mittlerweile über 50 Organisationen und haben das Bürgerbegehren raus aus der Steinkohle ins Leben gerufen. Wir haben die erforderlichen Unterschriften gesammelt und im Sommer war klar, der Bürgerentscheid wird kommen. Und seitdem informieren und mobilisieren wir mit aller Kraft. Und wir haben zwar nicht viel Geld zur Verfügung, aber unglaublich viele engagierte Menschen, die München zum Vorreiter im Klimaschutz machen wollen. Und einige von ihnen sind auch hier im Publikum und die haben sich auch nochmal einen dicken Applaus von euch verdient. Vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, warum genau ihr jetzt eigentlich so um den Kohleausstieg kämpft. Ja, wir in München erleben genau das, was auch auf Bundesebene passiert, nämlich eine wahnsinnige Heuchelei beim Klimaschutz. Es ist so, dass München genauso wie Deutschland seine selbstgesetzten Klimaziele krachend verfehlen wird, wenn nicht jetzt was passiert. Und genau wie in Deutschland müssen wir in München den schnellen Kohleausstieg umsetzen, damit wir diese Ziele noch erreichen können. Es scheinheilig, dass die Stadtwerke überall in der Stadt mit dem Slogan 100% erneuerbar werden, aber gleichzeitig in und um München immer noch mehr als 80% der Energie aus fossilen Quellen erzeugen. Das ist genauso, wie wenn der Energiewende-Champion Deutschland gleichzeitig Braunkohle-Weltmeister ist. Und wenn mich in 20 Jahren Leute fragen, was habt ihr getan, um die Klimakrise zu verhindern, dann will ich ihnen sagen, wir haben in München das Kohlekraftwerk abgeschaltet. Und wir haben damit auch deutschlandweit ein positives Signal für den Kohleausstieg gesetzt. Und wir haben all den Menschen, die sich so engagiert für Klimaschutz einsetzen, Hoffnung gemacht. Und wir haben der Politik gezeigt, wo es lang geht. Wow! Danke dir! Auf den Weg geben willst? Ja, lasst uns jetzt aktiv werden. Lasst uns nicht auf die Bundesregierung warten. Alle reden sich auf über Donald Trump, der mit lautem Gepolter aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigt. Aber unsere angebliche Klimakanzlerin Angela Merkel ist ja kein Stück besser, denn sie schleicht sich still und heimlich aus dem Pariser Klimaabkommen. In den letzten 8 Jahren sind die CO2-Emissionen in Deutschland um 0,0% gesunken. Wann immer wichtige klimapolitische Entscheidungen anstanden, hat die Bundesregierung im Sinne der Industrielobby entschieden. Und nicht im Sinne des Gemeinwohls. Und nicht im Sinne der zukünftigen Generationen. Und nicht im Sinne der globalen Gerechtigkeit. Zu Politik verdrossen sind, um die notwendigen Maßnahmen durchzusetzen. Und wenn Sie den Konzernen kampfloses Feld überlassen, dann lasst uns den Kohleausstieg selbst in die Hand nehmen. Wir in München, wir wollen einer der Orte sein, wo der Wandel beginnt. Und wenn wir alle uns engagieren, dann können wir auch an anderen Orten Kohlekraftwerke abschalten und können echten Klimaschutz durchsetzen. Und dann muss die Bundesregierung auch einsehen, dass der Kohleausstieg nicht mehr aufzuhalten ist.